السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واغفر لنا إنك أنت كنت غفارا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Alles Lob gebührt Allah, demjenigen, der den Tod erschaffen hat, als eine Demonstration seiner uneingeschränkten und uneingegrenzten Herrschaftsgewalt. Der Tod, eine Frucht, eine Folge, eines der Früchte und der Ergebnisse des Namens Allahs, Al-Qahhar, der Allbezwinger, der alles, was außer ihm existiert, bezwingt und bezwungen hat und mit dem Tod zeigt, dass er der alleinige Herrscher ist. Deswegen sagt auch Allah, nachdem er die Welt und was auf ihr ist, die Himmel und was sie beinhalten, die Könige und die Königreiche, die Engel, die Dschinn und die Menschen zerstört, sterben lässt, wird Allah ausrufen: Limanil mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. Wem gehört die Herrschaft an diesem Tage? Keiner wird antworten. Aber Allah, Jallat Qudratu, wird antworten: لله الواحد القهار. Allahs, dem einen, dem Allbezwinger. Wem gehört die Herrschaft an jenem Tage? Wem? Sie gehört Allah, dem einen, dem Allbezwinger. Der Allbezwinger, der die Geschöpfe zum Tod gezwungen hat. Eine Realität, von der sich die größten Mächte nicht entziehen können. Genauso ist der Tod oder die Tatsache des Verscheidens ein Zeichen der Existenz Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn Allah sagt auch im Koran: أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Allah sagt in Surat Al-A'raf: Betrachten Sie nicht. Guck mal, wie Allah spricht über die Menschen, die Allah verleugnen. Über die Menschen, die all das auf den Zufall zurückführen. All das, was um uns herum existiert. Allah sagt, und diese Redewendung, diese Frage ist eine Kritik, beinhaltet einen Tadel an die Menschen, weil die ihren Verstand nicht nutzen, weil die nicht nachdenken. أَوَلَمْ يَنْظَرُوا. Schauen Sie denn nicht oder betrachten Sie denn nicht das Reich der Himmel und der Erde und all das, was Allah erschaffen hat, ja, die Zeichen, die auf seine Existenz hindeuten, einen allmächtigen, allwissenden, allumfassenden, nicht erfassbaren Schöpfer hindeuten, der alles organisiert hat, systematisch kontrolliert und genauestens bis ins Atom geplant hat? Sehen Sie denn nicht all diese Dinge, die darauf hindeuten?
Was sagt Allah weiter? وَأَنْعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ Und denken Sie nicht darüber nach, dass Ihre Frist schon bald um sein könnte? Denken Sie den, diejenigen, die Allah verleugnen, diejenigen, die sich unachtsam gegenüber den Zeichen Allahs verhalten, an den Ungläubigen und den ungehorsamen Muslimen, denken Sie nicht darüber nach, dass Ihre Frist schon bald um sein könnte? Subhanallah. Der Tod ist Allahs festgelegte Frist. Wenn sie uns trifft, können wir diese Frist nicht um eine Stunde vorverlegen und auch nicht um eine Stunde hinausschieben. Wenn der Tod, den Allah für uns bestimmt hat, kommt, dann wird er auf die Sekunde und auf den Millimeter im Platz genau sich ereignen. Und keiner von uns besitzt die Fähigkeit, den Tod abzuwenden. Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah sagt, alles auf ihr wird vergehen und es wird das Angesicht deines Herrn bleiben, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Allah sagt, kullu shay'in halikun illa wajha. Alles wird vernichtet außer sein Angesicht. Warum? Weil das Leben Allahs, subhanahu wa ta'ala, ist das vollkommene Leben, ohne jeglichen Mangel, ohne jeglichen Makel. Ein Leben, dem keine Trübsal berühren kann, keine Müdigkeit, keine Schwäche. Ein Leben, dem kein Ende folgen wird und dem kein Zustand der Nicht-Existenz vorausging. Das ist Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar, der Gewalthaber, der aber den Tod erschaffen hat. Der Tod, liebe Geschwister, die genügende Ermahnung für jeden, der nach Ermahnung sucht. Der Tod ist der Zerstörer der Genüsse für jeden, der ihn sich in den Genüssen versunken hat. Der Tod ist die Grenze jedes ungerechten Tarier, ungerechten Führer, Gewalthaber, der die Menschen Unrecht tut und Gesellschaften zerstört und sich als einen Gott sieht. Der Tod ist seine Grenze. Der Tod ist der Trost und die Freude und das Geschenk des vollkommenen Gläubigen, Mu'min. Warum des vollkommenen Gläubigen? Weil der vollkommene Mu'min kennt die Realität des Todes und spürt das Versprechen Allahs, was sich ereignet nach dem Tod. Während der Gläubige, der nur den Glauben hat, aber der schwach ist und vertieft ist in der Rafla, ihn auch ein böses Erwachen, wenn auch nur für eine bestimmte Zeit, ereilen wird. Allah subhanahu wa ta'ala möchte von uns, dass wir viel über den Tod nachdenken. Aber wann? Wenn die Aqida sitzt, wenn der Glaube an Allah feststeht, dann hat der Tod einen Nutzen. Damit, warum? Warum hat der Tod erst dann einen Nutzen, wenn deine Aqida stark ist? Wenn du den Glauben an Allah, an die Engel, an den jüngsten Tag, an die Vorherbestimmung, an die Propheten, an die Bücher und was sie beinhalten glaubst, dann wirst du mit dem Tod richtig umgehen können. Das heißt, du wirst weder verzweifeln, es gibt viele, die Selbstmord begehen, und es gab jemanden, der sagte, der Schlauste von den Menschen, die denken, dass das Leben gar keinen Sinn hat, die denken, dass das Leben ein einziger Komposthaufen ist, die Schlausten von denjenigen, die denken, dass das Leben keinen Sinn hat, sind diejenigen, die sich das Leben nehmen. Und das Leben nehmen ist eine große Sünde im Islam und etwas Verhasstes und Verpöntes. Deswegen sagt auch Allah, denken Sie denn nicht darüber nach, dass Ihre Frist bald um sein könnte, nachdem er gesagt hat,
denken Sie nicht über die Erschaffung der Himmel und der Erde nach. Also dieses komplexe Dasein, jede Sache in dir drin hat einen Sinn. Deine Augen, deine Nase, deine Ohren, alles hat einen Sinn. Alles hat eine Ordnung, ein Maß. Alles hat einen Zweck. Wofür? Dafür, damit es später einfach in der Erde landet und von Maden gefressen wird und selber zerstört wird. Diese ganze Komplexität, unnachahmbar, unbegreifbar in ihrer Immensität und in ihrer Größe der Daseinsformen. Unbegreifbar, unnachahmbar. Die Gelehrten, die Wissenschaftler, die sich mit dem Dasein beschäftigen und den verschiedenen Elementen, die stehen sprachlos vor der Komplexität einer einzelnen Zelle, sprachlos. Wenn du mit diesen Leuten redest, die diese Sachen studiert haben oder denen Allah Einblick in einigen Wundern dieser Geschöpfe gegeben hat, sie könnten dir nur übers Auge, könnten dir ein 3-Tage-Seminar halten, welche Funktion allein das Auge hat. All diese Sachen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dafür, dass es später einfach verschwindet, ohne Erschaffungsgrund, ohne Wiederauferweckung, ohne Urteil zwischen Gut und Böse, ohne dass der Ungerecht Behandelte sein Recht wiederbekommt und der Ungerechte bestraft wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Allah sagt, meine ja nicht, dass Allah unachtsam gegenüber dem ist, was die Ungerechten tun. Er stellt sie nur zurück auf einen Tag, an dem die Blicke starr werden. Und Sa'id ibn Jubayr, radiallahu anhu wa rahimah, sagte, in dieser Aussage Allahs gibt es einmal eine Warnung und einmal eine frohe Botschaft. In derselben Aussage. Also meine ja nicht, Allah sei unachtsam gegenüber dem, was die Ungerechten tun. Darin ist eine frohe Botschaft und eine Warnung. Die frohe Botschaft ist für den, dem Unrecht zugefügt wird. Ahlus Sham, Philistin, Afghanistan, Muslime auf der ganzen Welt. Meine ja nicht, unterdrückter Muslim, unterdrückter Mensch, meine ja nicht, Allah ist unachtsam. Allah sieht alles. Allah weiß über alles Bescheid. إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ. Diejenigen, die gläubigen Männer und Frauen foltern, der Prüfung aussetzen und danach nicht bereuen, für sie ist die Strafe des Feuers. Also hat der Tod viele Weisheit und ist an sich selbst ein Zeichen. Allah, und natürlich beinhaltet auch dieser Vers die frohe Botschaft für den, der unterdrückt wird, und die Warnung für den, der unterdrückt. Allah umfasst uns und was wir tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch im Koran, dass er jede Person einzeln erfasst hat. Und alle werden Allah einzeln zu ihm kommen. Keiner wird vergessen in dieser gewaltigen Menschenmenge. Allah subhanahu wa ta'ala will, dass wir über den Tod nachdenken. Und nicht nur, dass wir darüber nachdenken, sondern dass wir auch es vermehren, über den Tod nachzudenken. Warum? Weil das Vermehren oder das Nachsinnen und das Gedenken des Todes hat auf eine bestimmte Zeit hinaus einen Einfluss auf deine Einstellung. Und wenn deine Einstellung geprägt ist von dem Gedenken des Todes, wirst du zu einem Diener, den der Koran sich vorstellt, zu einem idealen Muslim, dessen Hintergrundverhalten oder dessen Hintergrund von seinem Verhalten immer das Nachdenken über den Tod ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرَ هَادِمِ اللَّزَّادِ. Vermehrt das Gedenken an den Zerstörer der Genüsse. Und er sagte, dass der Zerstörer der Genüsse der Tod ist. Sallallahu alaihi wasallam. Warum sagt der Gesandte, vermehrt das Gedenken an den Zerstörer der Genüsse? Weil die Unachtsamkeit immer wieder uns ereilt. Das heißt, unsere Frauen, gerade in der heutigen Zeit,
unsere Frauen und die verschiedenen Unterhaltungsmethoden, die es gibt, und unsere Familien und unser Besitz und das Leben im Allgemeinen haben eine Eigenschaft, dass sie ablenken von dem Gedenken an des Todes. Und jede Sache, die man wiederholt, rastet mit der Wiederholung ein. Sie rastet ein mit der Wiederholung. Genauso wie der Körper trainiert wird durch ständiges Wiederholen für die Leute, die Sport machen, für die Leute, die lernen. Durch das Wiederholen bekommt der Körper die gewünschte Eigenschaft. So ist das auch mit dem Geist. So ist es auch mit dem Iman. So ist es auch mit der Einstellung, mit der ständigen Wiederholung. Dass du dich an den Tod erinnerst, wird es irgendwann zu deiner Einstellung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Abdullah ibn Amr, Umar, er legte seine Hand auf seine Schulter, sallallahu alaihi wasallam sagte, sei in dieser Welt wie ein Fremder oder wie jemand, der sich auf einer Reise befindet. Wenn du den Tag erreichst, erwarte nicht den Abend. Und wenn du den Abend erreichst, erwarte nicht den darauf folgenden Tag. Al-Waqi' rahimahullah, der Lehrer von Imam Shafi'i, hat einmal seine Hadith-Sammlung, sein Werk angefangen zu erklären. Und er ist an genau diesem Hadith stehen geblieben und ist in Tränen ausgebrochen und konnte nicht mehr weiter erklären, bis sie den Unterricht abgebrochen haben, und am nächsten Tag wurde der Unterricht weitergeführt. Am nächsten Tag kam Al-Waqi' rahimahullah wieder an diesem Hadith vorbei und ist wieder in Tränen ausgebrochen und konnte nicht mehr weitermachen. Und das Ganze ging dreimal. Dieser Hadith: wenn du den Morgen erreichst, erwarte nicht den Abend. Und wenn du den Abend erreichst, erwarte nicht den Morgen. Und tatsächlich ist das so. Wir werden irgendwann mal einen Abend haben, der keinen Morgen hat. Und irgendwann mal werden wir einen Morgen haben oder einen Morgen haben, der keinen Abend hat. Das wird kommen. Vielleicht ist es heute oder morgen oder übermorgen, vielleicht in einem Jahr. Aber es wird kommen. Und unsere Zeit ist sehr, sehr kurz. Ist sehr, sehr kurz. Und das Verstehen des Todes ist nicht etwas, was man mit dem Kopf versteht. Weil mit dem Kopf theoretisch wissen viele, dass wir sterben werden. Aber es zu begreifen, dafür muss man ein Herz haben. Und das haben viele nicht. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ. Wahrlich, nicht blind sind die Augen, aber blind sind die Herzen in ihren Brüsten. Und das kann man aufheben. Durch den Islam. Und ich erinnere mich schon des Korans. Imam Qurtubi sagte, den Koranvers kommentierend, Allah sagt ja, فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Und euch traf die Katastrophe des Todes. Allah nennt den Tod Katastrophe. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache bezeichnet, so ist niemand wahrhaftiger in der Rede als Allah. Wenn ich dir sage, der Tod ist eine Katastrophe, hat das nicht so viel Gewicht, wie wenn Allah das sagt, der Allwissende. Der den Tod erschaffen hat und ganz genau weiß, was dem Diener in diesem Moment an Schmerzen widerfahren wird. Und Imam Qurtubi sagte, es gibt eine Katastrophe, die ist schlimmer als die Katastrophe des Todes. Die Katastrophe der Raffler gegenüber dem Tod. Die Katastrophe der Unachtsamkeit gegenüber dem Tod. Dass man sich nicht auf den Tod vorbereitet. Die Gelehrten sagen, Al-Rafla, die Unachtsamkeit, Mutaba'atun Nafs ala ma tashtahi. Das Folgen der Seele in jeder Sache, oder der Nafs, der Gelüste, in jeder Sache, was dein Gelüst will. Das ist Unachtsamkeit. Sich abzuwenden, sich nicht vorzubereiten, bis irgendwann mal As-Sadmatul Kubra kommt. Bis irgendwann mal der größte Schlag kommt. Und du sagst, habe ich noch Zeit? Nein. Und du merkst, wie schnell die Zeit vergangen ist und dass jetzt keine Möglichkeit mehr ist, zurückzukehren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam im letzten Drittel der Nacht pflegte er zu sagen, Ya ayyuhannas, ya ayyuhannas, udhkurullah,
اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. Sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, der die Schnelle des Lebens erkannt hat und die Vergänglichkeit und die Täuschung der Umgebung verstanden hat und die Realität, die sich hinter diesen Dingen verbirgt. Er sagte, es wird überliefert im letzten Drittel der Nacht, O ihr Menschen, gedenkt Allahs. Gedenkt Allahs, was bedeutet Gedenken Allahs? Das Gebet, das Gedenken am Morgen und am Abend, die gute Tat, das Lesen des Korans. Gedenkt Allahs, ja'ati rajifa. Denn die schreckliche Dröhnung steht bevor, gefolgt von der darauffolgenden. Der Tod steht bevor und das, was er beinhaltet, mit einer Brust, die gebrannt hat, aus Sorge für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen, aus Sorge für die Menschheit, alle Nationen, für die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde. Der Gesandte alaihi salatu wasallam sagte einmal, Ja'ani Jibril, das von Abu Huraira überliefert, Hassan li ghayrihi, ist ein Hassan-Hadith, gestützt durch andere Hadithe, in Silsila von Sheikh al-Albani, sagt, Abu Huraira überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Jibril ist zu mir gekommen und sagte, Wallahi, und diese Worte, La ilaha illallah. Ich meine, ein Bruder hat was Schönes gesagt. Ich habe einen Bruder etwas gefragt. Ich sagte ihm, Abu Aliya, Jazahullahu khair. Ich sagte, Bruder, wie kommt das, wenn die Leute uns fragen, was ist Gottesfurcht? Wir können denen das sagen, blind. Was ist Gottesfurcht? Wir können dir sagen, du musst das und das und das und das machen. Aber warum tun wir uns selber so schwer damit, Allah zu fürchten? Warum wir erklären den Menschen, was Gottesfurcht ist, aber haben es schwer, es umzusetzen? Sagte Abu Aliya, weil wir unsere Gottesfurcht auswendig gelernt haben, mehr nicht. Und das ist richtig. Allahu musta'an. Es geht nicht um Theorie. Deswegen diese Worte, die haben so viel Gewicht, subhanallah. Möge Allah uns ein lebendiges Herz geben. Er sagte, Jibril alayhi salam kam zu mir und sagte, Ya Muhammad, O Muhammad, lebe so lange, wie du willst, denn du wirst sterben. Tue, was du willst. Mach, was du willst. Denn du wirst für das, was du tust, zur Rechenschaft gezogen. Liebe, wen du willst. Liebe, wen du willst. Du wirst ihn verlassen. Denk an die Person, die du am meisten liebst, deine Mutter vielleicht. Es gibt Leute, die würden für ihre Mutter töten. Oder ihren Vater. Denk an deine Tochter. Vielleicht 6 Jahre alt, 3 Jahre alt. Denk an die Person, die du sehr liebst. Denk an dich, wenn du dich mehr liebst als andere. Gibt es ja auch. Denk an die Person. Und wenn die Person krank wäre, die du so sehr liebst, Fieber hätte und sich nicht bewegen kann, was du alles machen würdest für diese Person. Diese Person wird sterben. Vielleicht wird es Krebs sein. Vielleicht ein Autounfall, vielleicht ein Herzinfarkt. Vielleicht Nierenversagen, Leberversagen. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wenn du nicht vorher gehst, du wirst die Person tragen in den Grab. Denk über die Person nach, die du so sehr liebst. Du wirst ihn ins Grab legen. Und du wirst den Tod nicht von ihr zurückhalten können, weder von ihr noch von dir. Er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, liebe, wen du willst, denn du wirst ihn verlassen. Und wisse, wa'alam, und wisse, dass die wahre Ehre, die Ehre, Würde, das, wonach so viele Jugendliche heute im Dreck streben, wisse, dass die Ehre des Gläubigen sein Nachtgebet ist. Wa'alam, anna sharaf al-mu'min qiyamu laylihi. Wa'izzahu istighna'uhu anin nas. Und wisse, dass die Würde des Gläubigen liegt in der Unabhängigkeit gegenüber anderen Menschen. Dass er unabhängig ist. Darin liegt seine Würde.
Der Gesandte alayhi as-salatu was-salam hat verschiedenartig und in sehr, sehr vielen Situationen über den Tod gesprochen und hat mit sehr vielen Beispielen den Tod nahegelegt. Als sie einmal einen Sahabi begraben haben, als sie ihn reingelegt haben, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Für das bereitet euch vor. Für das bereitet euch vor. Bereitet euch vor. Auch sagte der Gesandte alaihi salatu wasalam, er sagte: Istahyu min Allahi haqq al-haya. Das ist von Qatada und Uqba. Istahyu min Allahi haqq al-haya. Schämt euch vor Allah in wahrhaftiger Scham. Da sagten die Gefährten: Ya Rasulullah, inna lanastahyi walhamdulillah. O Gesandter Allahs, wir schämen uns. Walhamdulillah. Er sagte: Laysa dhak. Nicht das. Nicht das ist gemeint. ولكن من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما حواه والبطن وما عواه ومن أراد الآخرة ترك زينة وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فَقَدْ إِسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَا. Er sagte nicht so, wie ihr es verstanden habt. Er sagte aber: Wer sich vor Allah wahrhaftig schämt, er soll seinen Kopf bewahren und das, was um ihn herum ist. Und er soll seinen Bauch bewahren und das, was um ihn herum ist. Und er soll über den Tod nachdenken und über die Prüfung, die kommen wird. Und wer auch immer Al-Akhira will, verlässt den Schmuck des diesseitigen Lebens. Wer dies erfüllt, der hat sich vor Allah in wahrhaftiger Scham geschämt. Das ist wahrhaftige Scham. Er soll seinen Kopf bewahren und das, was im Kopf ist, seine Augen. Wohin blickst du, wenn du dich vor Allah schämst? Seine Ohren, was hörst du abends, wenn die Gläubigen nicht mit dir sind? Hörst du verbotene Musik? Hörst du, wie gerade über einen Bruder gelästert wird, über einen Menschen, die Würde eines Menschen kaputt gemacht wird und du hörst zu und lachst mit? Oder hörst du, wie Allah gedacht wird? Oder hörst du den Koran? Oder hörst du das Gute gebieten und das Verbieten des Schlechten? Wessen Sachen lauschst du? Vorträgen, Unterrichten, Koran? Oder lauschst du Dingen, die dein Herz töten? Denn Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi sagte: Das Auge und die Ohren, das sind Fenster. Das sind Zugänge in dein Herz. Das, was die Informationen, das, was die Augen und die Ohren aufnehmen, gelangt in das Herz. Und entweder wirst du, je nachdem, was du siehst und hörst, dein Herz beleben oder dein Herz zerstören. Also, er soll seinen Kopf bewahren und das, was sein Kopf hat, seine Ohren. Und viele kennen es. Man hört, ja, man weiß es von der Jahiliyya, Musik und man hört die behindertsten Sachen, die sinnloseste Geschwätz hört man. Aber am Ende des Tages fragt man sich: Warum bin ich so traurig? Warum bin ich so leer? Warum leide ich an Hartherzigkeit? Weil du Gift deinem Herzen gibst, ganz klar. Deine Augen, auf was du blickst, und deine Zunge, was du sprichst. Deine Zunge, was du sprichst. Allahul Musta'an. Es gibt Leute, die sprechen, wenn die einmal anfangen zu reden, ohne Punkt und ohne Komma. Wenn die in einem Satz gibt, es gibt Leute, die haben in einem Satz den zerstört, den beleidigt, die Würde von dem kaputt gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Diener spricht manchmal nur ein Wort. Und er gibt diesem Wort keine Bedeutung. Und ein Wort, wie viele Familien und Gesellschaften, wie viele Menschen hat ein Wort zerstört? Ein Wort. Er gibt diesem Wort keine Beachtung. Er landet dafür in die Hölle, in einer Tiefe, die eine Distanz hat, wie die Distanz zwischen dem Osten und dem Westen. Wahrhaftige Scham vor Allah, dass du aufpasst, was du sagst.
sprichst nur Gutes, nur die Wahrheit, rufst nur zur Wahrheit. Du sagst nur das, was die Menschen erfreut und du machst nicht etwas, was die Menschen verletzt. Das ist der Gläubige, liebe Geschwister. Sprichst nur das, wo du weißt, diese Aussage trägt Früchte, bewirkt was Gutes. Du vermeidest das schlechte Reden. Und er bewahrt den Bauch und was um ihn herum ist. Das heißt, auch das Geschlechtsteil. Das heißt, du bewahrst dein Geschlechtsteil. Ist nur erlaubt für die Person deines Lebens. Und du bewahrst deinen Bauch. Du passt auf, was du trinkst und was du isst. Du bist kein Mülldrescher, kein Müllschlucker. Alles essen, egal, Hauptsache es schmeckt und gut gewürzt. Es gibt ja Leute, die achten gar nicht, halal, haram. Gehen, was weiß ich wohin, und essen und stopfen sich voll, trinken, machen keinen Unterschied zwischen halal, haram. Gibt es Leute. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu Sa'd ibn Mu'adh, sagte zu dem Gesandten Allahs, sagte, o Gesandter Allahs, bitte Allah für mich, dass er meine Dua annimmt. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, atib mat'amak tujab da'watak. Achte auf deine Ernährung und deine Dua wird angenommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, welcher Körper auch immer mit Haram wächst, sich mit Haram ernährt, das Feuer ist awla bih, ist prioritär für ihn. Das Feuer ist prioritär für ihn. Well, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt auch weiter in diesem Hadith, und وَلِيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى, er soll an den Tod und an die Prüfung nachdenken, dass du dich trennst von deinen Familienangehörigen, der Schmerz, die gewaltige Fitne, die auf dich zukommt. Amr wal-Bala und die Prüfung. Amr ibn al-As, ein gewaltiger Sahabi. Gewaltiger Sahabi. Einer der Ersten. Einer der Größten. Sagte, als er im Sterbebett lag, hatte er Begleiter. Er sagte zu den Begleitern, er hat so viel geweint. Er hat so viel geweint, während er am Sterben war, dass er sein Gesicht in die Wand gedreht hat, der Überlieferer sagt. Und der Sohn sagte zu ihm, sein Sohn sagte, fing an ihn zu motivieren. Amr ibn, ya Abi, ya Abati, oh mein lieber Vater, der Prophet war zufrieden mit dir und du hast dieses und jenes gemacht und das und dieses, hat versucht ihn zu motivieren und er hat angefangen zu weinen und zu weinen und seinen Kopf in die Wand gedreht. Man fragte ihn und er sagte, ich habe drei Phasen durchlebt, drei Phasen. Die erste Phase war, dass kein Gesicht verhasster war als der Prophet. Hätte ich ihn gesehen, hätte ich vorgehabt, ihn zu töten. Wäre ich in diesem Zustand gestorben, wäre ich in die Hölle gekommen. Dann kam die zweite Phase. Allah gab Iman in mein Herz. Allah leitete mich recht. Ich habe das gewaltige Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen. Seine Milde, seine Fürsorge, seine Liebe, seine Ehrlichkeit, seine Treue, sein Einhalten der Versprechen, seine Fürsorge, seine Ernsthaftigkeit, seine Menschlichkeit, sein Iman. Ich habe ihn gesehen und sagte er, kein Gesicht war mir lieber als das Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ich konnte ihn nicht lange angucken aus Scham vor ihm. Weil ich ihn so sehr geehrt und gewürdigt habe, konnte ich nicht lange ihn angucken. Wäre ich in diesem Zustand gestorben, hätte ich von Allah gehofft. Jetzt bin ich in einem Zustand, wo ich nicht weiß, wo ich bin. Und das ist der Gläubige. Immer zwischen Angst und Hoffnung. Er weiß nicht, Angst und Hoffnung, das ist der Gläubige. Jetzt bin ich in diesem Zustand, wo ich nicht weiß, wo ich sein werde bei Allah. Und er ist ohne Zweifel ein Paradiesbewohner. Und sein Sohn fragte ihn, er sagte, du bist einer der verständigsten Menschen, die am meisten Verstand besitzen, am meisten Bildung besitzen. Und du befindest dich gerade im Sterbebett, an deinem Todeszeitpunkt. Beschreibe mir, wie du dich fühlst. Schaut mal, was Amr ibn al-Has, ein Sahabi. Als er den Islam angenommen hat, hat er gesagt, o Gesandter Allahs, ich will dir die treue Schuhe geben.
Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, hat die Hand ausgestreckt, dann nahm Amr ibn al-As seine Hand zurück vom Propheten. Er sagte aber mit einer Bedingung, Amr ibn al-As, ich nehme mit einer Bedingung den Islam an. Er sagte, und was für eine Bedingung, ja Amr? Er sagte, wie spät haben wir es eigentlich? 10 vor. Er sagte, dass Allah mir vergibt, was ich an schlechten Taten getan habe. Dann sagte der Prophet, ja Amr, weißt du denn nicht, dass der Islam zerstört, was vorher war an Sünden? Man ist wie neu geboren. Und dass Al-Hajj Al-Mabrur, die angenommene Hajj, zerstört, was davor war an Sünden. Und dass die aufrichtige Reue, Taube, zerstört, was davor war an Sünden. Und Ubay ibn Ka'b sagte, die aufrichtige Reue, At-Taubatun Nasuh, die reine Reue, ist die, dass man die Sünde sein lässt und nicht mehr zur Sünde zurückkehrt, genauso wie die Mensch nicht mehr zum Euter zurückkehrt. Das ist die wahrhaftige Reue. So soll der Sünder niemals die Hoffnung aufgeben und immer bereuen, egal was ist. Dann fragte der Sohn sein Vater Amr im Sterbebett, beschreibe mir, wie du dich fühlst, jetzt im Todeszeitpunkt. Er sagte, ja, Bunay, mein lieber Sohn, es fühlt sich so an, als ob ich durch ein Nadelöhr atme und als ob man sämtliche Dornen von meinen Füßen bis meinen Kopf auf und runter streift. Und einer der Salaf sagte, wahrlich, wenn die Nägel in deinen Körper geschlagen werden, ist es leichter für dich als der Tod, als das Empfinden des Todes. Möge Allah mich von euch bewahren. Sa'd ibn Mu'ad, Ridwanullah alayhi, Al-Ansari, Al-Badri, Al-Ausi, Sa'd ibn Mu'ad, ein gewaltiger Sahabi. Ein Sahabi, der bei den Ansar wie Abu Bakr bei den Muhajirin war. Der Sahabi, der an Badr, an Uhud und an Ghazwatul Khandaq teilgenommen hat. Und der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei der Hijra geholfen hat. Dieser Sahabi, als er einen Tag vor der Schlacht von Badr, sagte er zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, unter anderem sagte er, O Gesandter Allahs, wenn du uns befiehlst, ins Meer zu gehen, wir gehen ins Meer rein. Und Allah wird dir, mit der Erlaubnis Allah, wird dir Allah in uns zeigen, was dir gefallen wird. Ein Sahabi, der eine besondere Position beim Propheten hatte, sallallahu alaihi wasallam. Ich will nicht auf die Geschichte eingehen, er ist als Shahid gestorben. Während der Schlacht von Khandaq hat man ihn mit einem Bogen, mit einem Pfeil oder mit einem Speer getroffen. An der Wunde ist er, circa einige Monate später ist er gestorben. Die Wunde ist geplatzt und hat sich entzündet. Dieser Sahabi, als er gestorben ist, hat der Thron Allahs gewackelt. Die Freude der Bewohner des Himmels, dass Sa'd ibn Mu'ad hinaufsteigt. Als Mu'ad gestorben ist, haben die besten Bewohner des Himmels, die Engel, und die besten Bewohner der Erde, angeführt von Propheten, 70.000 Engel haben an seiner Janaze teilgenommen. 70.000 Engel. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als sie ihn, seine Leiche ins Grab legten, in das, was sie geschaufelt haben, hat sich das Gesicht des Propheten verändert. Und er hat dreimal Subhanallah gesagt. Und die Sahabe haben dreimal Subhanallah gesagt, bis der Friedhof gebebt hat. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dreimal Allahu Akbar, hat dreimal den Takbir gesprochen. Und die Sahabe haben dreimal den Takbir gesprochen, bis der Friedhof gebebt hat. Dann sagte er, dieser rechtschaffene Diener, an dessen Beerdigung 70.000 Engel teilgenommen haben und bei dessen Verscheiden der Thron Allahs gewackelt hat, er wird gerade eingeengt und das Grab drückt ihn, würde irgendjemand von dieser Dhamma, von diesem Drücken befreit werden, wäre es dieser rechtschaffene Diener. Imam Zahabi und Imam Ahmed kommentieren. Es gibt Gelehrte, die sagen, dieses Drücken des Grabes ist wie wenn eine Mutter sein Kind umarmt, was sie lange nicht gesehen hat. Diese Aussage ist sehr schwach.
Weil derselbe Hadith spricht gegen die. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn irgendjemand befreit werden würde, wenn irgendjemand befreit werden würde von dieser Drücken, wir haben keine Vorstellung davon, wir wissen nicht, was uns erwartet, aber es wird wehtun und es wird ein Schmerz sein, wäre das dieser rechtschaffene Mensch gewesen. Und dann hat das nachgelassen und für ihn hat sich dann das Tor des Paradieses geöffnet. Das Zeugnis in dieser Sache ist, was Imam Zahabi gesagt hat. Er sagte, der Gläubige, erstmal, das ist keine Strafe, das ist eine Reinigung. Und das ist eine Erhöhung. Und das ist etwas, was den Gläubigen trifft von der Dunya, bis er Allah trifft. Imam Zahabi sagte, der Gläubige, wir wollen jetzt nicht von der Strafe reden. Möge Allah mich und euch bewahren. Und Allah blöft nicht. Er sagt, der Gläubige, er wird keine Ruhe finden vor dem Treffen Allahs. Erst, wie Imam Ahmad sagte, wenn er Jahannam hinter seinem Rücken gelassen hat, dann beginnt die Erholung. Davor Angst wird da sein, Schmerz wird da sein. Möge Allah mich und euch bewahren. Und auch einmal hat Aisha einen kleinen Jungen beigelegt, der gestorben ist, und sagte, wenn irgendjemand von diesem Drücken des Grabes befreit werden würde, diese Verengung, dann wäre das dieser kleine Junge. Das heißt, unser Zustand ist wirklich sehr, sehr traurig. Und wir haben Grund zur Angst. Nicht vor dem Treffen Allahs. Der Gläubige hat keine Angst vor dem Treffen Allahs. Aber wie der Prophet schon sagte, sallallahu alaihi wasallam, und damit beende ich, bihaulillahi tabaraka wa ta'ala, er sagte, wer auch immer das Treffen Allahs liebt, so liebt auch Allah das Treffen mit ihm. Und wer auch immer das Treffen mit Allah verabscheut, so verabscheut Allah das Treffen mit ihm. Dann sagte Aisha, aber ja, Gesandter Allahs, o Gesandter Allahs, wir alle verabscheuen doch den Tod. Er sagte, nicht das, was du verstehst. Nicht das, was du verstehst. Er hat bestätigt, dass wir den Tod verabscheuen. Und er hat auch, sallallahu alaihi wasallam, bestätigt, dass der Tod mit Schmerzen verbunden sein wird. Er hat das bestätigt. Er hat nicht gesagt nein. Aber er sagte das, der Diener wird, wenn er stirbt, der gläubige Diener wird die frohe Botschaft bekommen vom Paradies. So wird ihm nichts lieber sein, als Allah zu treffen. Und Allah wird dann das Treffen mit ihm lieben. Aber was den Ungläubigen betrifft, wenn er stirbt, wenn er seine Strafe sieht, wenn er sieht, was auf ihn wartet, wird er nichts mehr hassen, als das Treffen mit Allah. Und Allah wird das Treffen mit ihm hassen. Aber das, was Aisha meinte, wir alle hassen den Tod, das hat der Prophet bestätigt. Weil das nichts nichts Angenehmes. Ein Hadith Qudsi, heiliger Hadith, sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, ich zögere bei nichts mehr als mit dem Entziehen der Seele meines gläubigen Dieners. Weil das Entziehen der Seele meines gläubigen Dieners verabscheut mein gläubiger Diener und ich verabscheue, etwas zu tun, was meinem gläubigen Diener nicht gefällt. Aber wir müssen durch. Das ist die Weisheit Allahs. Einige nutzen zum Ende vom Gedenken an des Todes. Die Gebete werden intensiver. Wenn du weißt, wenn du jedes Gebet so betest, als ob es dein letztes wäre, werden die Gebete intensiver. Und man fängt an, das Gebet zu schmecken. Die Verbindung, die Kommunikation mit Allah wird lebendig. Man verhindert Geiz. Das heißt, wenn zum Spenden aufgerufen wird, du hast keine Angst vor Armut, weil du weißt, er wird dir ersetzen. Und du weißt, du legst das Geld nur zurück für einen Moment, wo du es mehr brauchst. Wer den Tod gedenkt, wird schneller vergeben. Wenn dir jemand was antut, du vergibst. Weil du weißt, wenn du vergibst, so ist Allah zu seinem Diener, wie sein Diener zu seinen gläubigen Menschen ist. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Seid barmherzig gegenüber denen, die auf der Erde sind, dann wird derjenige barmherzig zu euch sein, der über den Himmel ist. Und auch sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner vergibt für Allah, außer dass Allah ihm dadurch die Würde mehrt. Wer den Tod gedenkt, wird ein schöneres Verhalten haben. Schöneres Verhalten. Bringt nichts, sich aufzuregen. Bringt nichts, sich zu streiten, zu diskutieren mit deinem Bruder. Was bringt das? Du hast Streit mit einem Bruder, mit einer Schwester. Du vergibst, weil du weißt, wir werden sterben. Diese Dunya ist zu niedrig, zu wertlos. Und die Akhira ist zu bedeutend dafür, als dass ich
in Feindschaft mit einem Bruder oder mit einer Schwester lebe. Ich vergebe. Die Verinnerlichung des Todes führt auch dazu, dass man nach dem Wissen strebt. Weil man fängt an zu erkennen, was prioritär ist. Das Nachsinnen nach dem Tode bringt dich zur Wahrheit. Wenn du denkst, dass du morgen vielleicht sterben kannst, wirst du dich an Gott wenden, ihn um Rechtleitung bitten. Und du wirst die Wahrheit suchen, dein Herz wird offen für die Wahrheit werden. Liebe Geschwister, möge Allah mich und euch dazu leiten, den Tod zu verinnerlichen und zu begreifen. Möge das für uns heute der Startpunkt sein, den Tod häufiger zu bedenken. Möge Allah uns aus uns bessere Menschen machen, unsere Herzen vereinen und zu Dienern machen, die er im Koran erwähnt. قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله